Moin Leute, Time ist hier, wir reagieren auf das neueste Satahuhu-Video. Könntest du mir helfen mit der Bewertung von etwas? 911T, das ist schon mal sehr gut. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie Hamid kein Porsche-Fan sein kann. Digga, Porsche ist doch die geilste Marke der Welt. Preis-Leistungstechnisch ist es ja wohl das absolut Beste, was man bekommen kann. Oder? Sehe ich das grün? Digga, was ist los mit mir? Wie heißt denn der Apfel, der so länglich ist, wie so eine Birne aussieht? Birne. Was läuft? Willkommen. Sau gut. Zum nächsten Video. Aber finde ich geil, dass ihr euch da auch so begeistern könnt wie ich. Musik ist einfach Vibe Nummer 1. Es gibt nichts, was so connected, Alter. Wisst ihr, Musik ist so eine Sprache, die bricht einfach jeder. Digga, weißt du, was für eine Arbeit ist? Wir wollen einfach eine Playlist, die ballert. Ja, dann bezahl dafür! Digga, bin ich euer f***ing Musikdealer oder was? Ihr seid schon hier im Stream mit bester Musik verwöhnt. No joke. Zeigt mir einen Streamer, der so gute Musik hat. Die Platte läuft einfach nur oldschool. Der Song ist auch nice, Digga. Diese Playlist von Hagen ist turbo-dope. Ey, wirklich dickes Papa-Entschädigung für Hagen, Bro. Er hat diese Playlist gemacht und diese andere, die ich immer laufen lasse. Diese hier, Bro. Ey, Digga, ist Hagen gerade hier im Chat oder so? Update mal deine Lassen alle Musik laufen einfach? Playlist, Alter. Junge, manche Songs kann ich nicht mehr hören. Du hast dieses Jahr 2700 Künstlerinnen gehört, aber einen... Ich hab keinen Spotify-Rap. Ich hab das nicht. Ich benutze den Spotify-Account von meiner Freundin. Und ich hab nur 10-mal im Jahr Musik gehört. Oder eine, ganz besonders oft. Irgendeine Idee. Pascha. Aber ich hab jetzt seit einem Monat einen eigenen Account und nächstes Jahr habe ich auch einen Spotify-Rap. Drake, Sam Payne habe ich viel gehört. Ich glaube die drei. Bro, wer zum F*** ist er? Bin ich im richtigen Account drin? Wer zum ist das? Digga, die Poly Bridge Playlist. Oh mein Gott. Du hast dein Herz nicht nur einmal verschenkt, wie romantisch. Deine Top Songs. Digga, was? Größter Fan. Ladies and Gentlemen, ich bin's, Lou Bega. Oh, 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 oh. Steve, Papa Platte. Digga, das ist ein deutscher Nein an einem Maul. No fucking way. Was? Mit meiner Mambo-Musik. Hugo hört Summer 2019, Digga. So random, dass er deine Story zugemacht hat, ist das krass. Dein Top-Song war Last Friday Night von Katy Perry. Du hast ihn am 1. Januar entdeckt und seitdem 167 Mal abgespielt. Kennt ihr Last Friday Night? Ja, safe, jeder kennt das. Das ist sein Lieblingssong? Du hast dieses Jahr 3900 Künstler gehört, aber einen ganz besonders oft. Nein, Minecraft, Bro? Digga, mein Top-Künstler ist einfach 10418. King Roat hört einfach nur Playboi Carti rauf und runter, Digga, in seiner Vollpsychose. Okay, deine Top-Künstler. Platz 1, Playboi Carti. I love you, I hate you, habe ich dieses Jahr am meisten gehört. Trimax, Digga. Ach, hör doch auf, Bruder. Da läuft keine Musik, Digga. Läuft Everybody Can You Feel the Groove, Dauer Terrorschleife. Alter, ich hab jetzt auch 3 Wochen Everybody nicht gehört. So geil, Alter. Ist das geil. Ich höre gerade Weihnachtsmusik, Leute. Man muss selber Weihnachtsmusik hören, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich habe letztes Jahr extra für unseren Podcast und für die Community da auch, seid ihr ja alle, eine Weihnachtsplaylist gemacht auf Spotify. Trimax, nee, Weihnachtsstimmung AF bei Trimax. Die ist super. Die geht 1 Stunde 2 Minuten, hat die besten, ich glaube, 18 Songs ohne Last Christmas. Ein wilder Mix, hört sie auch genau in der Reihenfolge, wie ich die Songs da gemacht habe. Die sind alle handverlesen. Hört sie genau in der Reihenfolge. Einmal komplett alle Songs durch. Macht das 2-3 Mal und ihr seid in Weihnachtsstimmung. Ich habe da richtig viel Arbeit reingesteckt. Wirklich. Die ist super, um in Stimmung zu kommen. Danke. Wenn ihr selber nicht in Weihnachtsstimmung seid, seid ihr selber schuld. Ich habe alles gemacht dafür. Da ist die Playlist. Weihnachtsstimmung AF bei Trimax. Von Selina? Ja, ist von Selina. Wir haben uns einen Account geteilt. Everybody ist ein geiler Song, muss man sagen. Zum Clashen. Digga, wenn der läuft, bin ich so am dunkles Elixier fahren. Oh mein Gott. Bro, warum läuft gerade Everybody im Hintergrund? Es war ein Fehler, meinen Zuschauern Zugriff zu geben auf meine Playlist. Beziehungsweise eine Playlist zu nehmen von dem Zuschauer, der die ändern kann. Moin Leute, Trimax hier. Heute Abend Rave in Althohenschön. So geil, dass er einfach Clash of Clans spielt und es läuft Everybody. Das ist so toll. Hausen. Oha. Ey, das ist ein sehr schönes Lied. Ich feiere das. Das gibt mir richtige Club-Feelings. Es ist völlig bescheuert, als Influencer so öffentlich dazu zu stehen, dass man in der Techno-Szene unterwegs ist, weil die alle denken, dass ich irgendwie 8 Kilo Koks im Monat ziehe. Aber darum geht's mir nicht. Es geht mir nur um die Musik und gute Laune haben. Cause I got my jokes from Amsterdam. Mann, ey. Koks, Koks, Koks. Hallo, Tanzverbot. Hier spricht Big Brother. Was ist das eigentlich für ein Name? Bei uns
uns herrscht definitiv kein Tanzverbot. Also zeig uns deine besten Moves, wenn du in den Container einziehst. Ich war Knossis Big Brother schon. Ich befinde mich hier vor dem Promi Big Brother Haus und kann euch heute verkünden, ab dem 12.12. Das ist dann gleich. 12 Uhr auf meinem Twitch-Kanal gibt es Promi Big Brother, die Knossi Edition. Es ist dabei, freut euch drauf. Montana Black ist mit am Start. Hey Monte, ich bin's Big Brother. Was glaubt ihr, wie lange hält Marcel aus? Big Brother, bist du da? Natürlich, ich bin immer da. Wow, ich bin im Promi Big Brother Haus. Ist das genau die gleiche Location wie das, Promi Big Brother Haus? Ist da auch ein normales, also immer, Big Brother sind auch immer Promis, oder? Ich hab das noch nie geschaut. Doch, ist ja, oder? Oder waren da auch mal normale Leute? Ist Promi Big Brother immer Big Brother? Ja, schon, oder? Das sucht ja nicht, wenn da irgendwelche sind. Trash-TV. Ja, so Trash-TV-Stars. Sowas wie Love Island oder Too Hot to Handle. Wer 2 Wochen lang nicht fickt, kriegt 1 Million. Erster Tag, alle ficken, Geld ist weg. Oh, das war ein super Auftritt, wie du dich da von deiner Ex nochmal, dass du mit ihr nochmal zusammengekommen bist und dich wieder getrennt hast. Das war so toll. Wir würden dich jetzt einfach mal einladen. Trash-TV-Stars. Ey, das war so krass, als du zum 8. Mal mit Mandy zusammengekommen bist und als sie dich dann gehauen hat und ihr wart nicht mehr zusammen. Ey, das war so krass. Dich brauchen wir auf jeden Fall dabei. Wie lange wird das jetzt ausgestrahlt? Wird das jetzt 7 Wochen lang ausgestrahlt? Dann habe ich jetzt für 7 Wochen Content. Das ist so geil. Wir schauen uns jetzt noch die Folgen von... Ich habe mir jetzt Fritz seine Reaction anschauen. Den gibt's doch auf Kevins Reaction. Ich denke, Kevins Reaction schaue ich mir morgen an. Da haben wir jeden Tag jetzt was zum Reagieren, weil... Er guckt alle Folgen und von allen Kandidaten alle Reactions und selber eine Reaction. Das ist krass. Seven vs. Wild. Das wird schön gemolken, Alter. Knossi-Reaction müssen wir noch anschauen, ja. Wollen wir die Tage einfach nochmal die 2. Staffel schauen? Ich glaube, ich reacte auch nochmal auf die 2. Staffel. Darf man nicht eigentlich erst 24 Stunden nach Release reacten oder gibt es da neue Regeln? Ja, wir warten auf die Fortnite-Server. Ich kann heute Abend nicht reagieren, weil wir Fortnite spielen. Jetzt sind erst 21 Stunden um. Dann geht auf Petzen bei Fritz. Ich habe mein Leben riskiert für das Format. Musstet ihr bei Seven vs. Wild hungern? Nee, 400 Meter direkt auf der anderen Straßenseite war immer direkt ein Einkaufsladen. Ich hatte meine Flasche 800 kanadische Dollar reingepackt. Ich glaube, Max wird ausschließlich in seiner Seven vs. Wild Flasche nur Geldscheine mitnehmen. Mama wird immer richtig schön einkaufen. Martha hat morgens Brötchen geholt. Ich habe dann mittags immer gekocht, ganz entspannt. Ein paar Snacks so. Wir mussten nie hungern, wirklich nie. Ich glaube, ich habe sogar 6 Kilo zugenommen bei Seven vs. Wild. Geile Frage. Alles, was in diese 1 Liter Trinkflasche passt, darf mitgenommen werden. Bin ein bisschen froh, dass ich nicht mit Monte zu Seven vs. Wild bin, weil ich glaube, die Hälfte der Flasche wäre allein mit Vapes voll. Sind einfach 2 komplette Schubladen voll. Ich darf euch präsentieren. Einmal mein Er hat 2 komplette Schubladen voll mit Vapes? Du das Favorite. Stell dir vor, du bist Sanitäter. Du musst jemanden wiederbeleben. Und dann ist das Rumatra. Mit dem Hut, dem Schnauzer und der Brille. Ist das krass. Das ist so krass, Ned Flanders. F***ing Wieland Welte, Digga, als wäre er f***ing tot, Bro. Dann habe ich noch den. Der ist hart, das ist wirklich ein hartes Pick, Bro. Und dann habe ich noch ihn hier. Krass. Das ist ein krasses Bild. Ach, Bruder, ich liebe Wieland wirklich. Also, Martha, habe ich immer das Gefühl, dass Hut, Bart, Nase und Brille in einem Stück abgenommen werden kann. 1:1 diese anonymen Maske. Ja, es ist diese hier, oder? 1:1, ja. Digga, 1:1. Okay, Freunde, uns wurde jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich nicht stattfindet. Also wir schätzen gerade die Chancen auf 80-20 ein. Wie ist die Stimmung hier? Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Digga, wieder meint, er hat sich so gefreut, wenn es nicht stattgefunden hätte. Bruder, Rätsel, ich sag dir ehrlich, wart ab, noch ein Jahr, dann geht die Scheiße los. Rückenschmerzen, kann nicht mehr richtig laufen. Bei mir ging es dann los. Krankheitsanfällig mit 30. Ich will euch keine Angst machen, aber geht's Leben bergab. Ich hatte heute Tim Gabel auch im Podcast, der sagt, ab 30 löst sich dein IQ, wird verwässert. Kein Blut, doch hier, warte, ganz wichtig hier gerade. Der Fisch, ganz wichtig. Ach, da, ja, wahrscheinlich Fisch. Auto. Monte ist ja sehr sportlich. Er ist doch ein Rentner, der ist nicht so schlimm. Nee, der ist kein Rentner. Oh, jetzt sieht man meine grauen Haare, Pfeff.
Panama ist der Schlauch, Peru ist größer als man denkt. Wer war das? War das Basti GHG? Hat er ein IQ von 200 oder was? Wie kann er sich die ganze Kacke merken, Alter? Ich habe dann damals jeden Tag eine Karte gezogen und von diesem Land halt eben die Hauptstadt auswendig gelernt. Gambia, Banjul, Botswana, Gaborone, Äquatorialguinea, Malabo. Oh, was haben wir denn hier? Mods, jeder, der im Chat Skip schreibt, Permaban für immer. Wir versuchen den Chat völlig frei zu machen. Unsinn. Schreibt jemand in den Chat, warum Jan. Warum kommt die Szene da rein? Unsympathisch überhaupt nicht, oder? Jeder von denen ist sympathisch. Außer Trimmy. Ich bin eine Waffe am Feuer. Nein, bitte Wallabilla 1 HP. Wallabilla 1 HP? Ja. Okay, dann greife ich an. Du hast jetzt schon dreimal Walla gesagt, in drei Sätzen. Was Nein, heißt zwei. Das? In zwei. Was heißt Walla? Deine Hose ist nass. Oh! Deine Hose ist nass! Was ist die genaue Übersetzung? Macht das Sinn, das viermal in einem Satz zu sagen? Ich schwöre, das bringt 5% Crit. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Dann kann man das auf jeden Fall mal equippen und einfach mal in ein Gespräch mitnehmen. Lack, Max, Allah, Habibi, was geht? Ich küsse dein Auge, Bruder. Digga, wie lange ist das her? Heilige Scheiße, der hat ja, was hat der für Clips zusammen? Seninle, oi, namak, et, lenzeli. Das klingt irgendwie Latein bei mir. Ja. Digga, das war Valen und das ist so, das ist crazy. Digga, was hat der für einen Ordner? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Viel, was anderes hab ich nie gemacht. Aber, Habibi, du darfst nicht vergessen. Digga, willst du mich verarschen? Ich krieg dich in den 7-8 Tagen, wo ich auf Madeira war, krieg ich dich zweimal aus dem Haus und jetzt ist Honey Poo auf der Insel und sofort spawnst du, Digga. Und bewegst deinen Fettarsch vor die Tür, Digga. Das werde ich mir merken. So einen Eierkopf, Digga. Brauchst du Hilfe dabei? Wir sind alle Schüsse davor.